10 Jahre Far Cry stehen für volle 10 Jahre Action, Survival und Abenteuer. Ob in der Wüste, im Dschungel oder im afrikanischen Ödland, dank Ubisofts Open-World-Ego-Shooter haben wir bereits die ganze Welt bereist. Far Cry 1 erschien 2004 und wurde als einziger Teil der Reihe im Hause Crytek entwickelt. Die sind vor allem für ihre hochpolierte Ego-Shooter-Serie Crysis bekannt geworden. Als in die Jahre gekommener Ex-Marine Jack Carver wollt ihr euch eigentlich auf einem kleinen Bötchen im Südpazifik zur Ruhe setzen. Doch natürlich kommt alles anders. Im 0,nix finden wir uns auf einer mit Söldnern übersäten Insel wieder und müssen uns durch taktisches Ausschalten der Gegner bis zum Geisteskranken sowie genialen Dr. Krieger durchkämpfen. Der experimentiert in seinem Geheimlabor an genmanipulierten Supersoldaten, die, wie soll es auch anders sein, ausbrechen und uns an die Wäsche wollen. Für einen Ex-Marine ist das alles natürlich gar kein Problem. Und so schlagen wir all unsere Gegner in die Flucht, kriegen das Mädchen und fliehen mit stolz geschwellter Brust von der Mutanteninsel. Anstatt auf einer Tropeninsel spielt Far Cry 2 in einem fiktiven afrikanischen Staat, in dem Terror und korrupte Regime den Alltag prägen. Im 2008 erschienenen Teil 2 werden wir als knallharter Söldner von irgendeiner fragwürdigen Organisation in das unbekannte Land geschickt und sollen hier zum Wohle der Menschheit den Schakal, einen bekannten und gefürchteten Waffenhändler, ausschalten. Wieder schlagen wir uns durch fremde Territorien, schalten Gegner aus und erfahren mehr über unser Seelenleben. Wenn dann auch noch Blutdiamanten ins Spiel kommen, werden ganz schnell aus Freunden Feinde und der Feind wird zum Freund. In einer dramatischen Suizidmission sorgen wir, Gutmenschen, die wir sind, mit der Hilfe des zuvor noch verhassten Schakals dafür, dass über 2 Millionen Zivilisten überleben. Gar nicht mal so schlecht für einen Söldner. Der präsenteste Teil der Far Cry-Reihe ist wohl Teil 3. Zusammen mit unseren naiven Vorstadtfreunden urlauben wir auf einer tropischen Insel, unternehmen Fallschirmsprünge, fahren Jetski und machen auch sonst alles, was kinderreiche Eltern nun mal unternehmen. Bis wir von Piraten-Badass und eigentlichen Coverstar Vaas Montenegro und seiner Bande gekidnappt werden. You want me to slice you open like I did your friend? Uns Jason Brody gelingt zwar direkt zu Beginn des Spiels die Flucht, allerdings ist das erst der Start unserer emotionalen Achterbahnfahrt. Run, Forrest! Run! Anders als vorher bietet der dritte Teil uns auch die Möglichkeit, die komplette Tierwelt der Insel zu jagen und aus Fellen und Häuten neue Gegenstände herzustellen. Ob man das nun als positives Feature sehen möchte, sei mal dahingestellt. Während uns der Drogenkonsum langsam zu einem psychischen Wrack macht und wir uns immer mehr von unseren Freunden entfernen, schließen wir uns dem inseleigenen Clan der Rakyat an. Und vertreiben mit dessen Hilfe sämtliche Piraten von der Insel. Auch wenn wir zum Ende des Spieles vor eine entscheidende Wahl gestellt werden, schaffen wir es nicht, die Insel zu verlassen und verbleiben so oder so fernab der Zivilisation im tropischen Paradies. I can't come back from this. I'm a monster. Zusätzlich zum Hauptspiel kam 2013 der nicht ganz ernst gemeinte Standalone-Titel Blood Dragon, der mit Retro-Charme und absurder Story den Drang nach weiteren Abenteuern stillte. Um den Fans das Warten auf Teil 4 der Serie zu versüßen, gab es dann im Februar diesen Jahres nochmal einen Nachschlag mit einem Best-of mit allen bisher erschienenen Teilen und herunterladbaren Inhalten im neuen HD-Gewand. Bisher veröffentlichte Informationen lassen darauf schließen, dass wir im neuen Open-World-Abenteuer wohl erstmals auf Sonne und Badestrand verzichten müssen, dafür aber auf einem Elefantenrücken die verschneiten Berge des Himalayas erkunden können und das sogar im durchgehenden Koop-Modus. Wir sind gespannt, womit Ubisoft unsere Survival-Instinkte dieses Mal kitzelt und freuen uns auf neue Abenteuer.